Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Next Actions für Szenen, Clips und Blocks und wie man daraus ein generatives Stück bauen kann. Aber legen wir doch einfach mal los. So, wir fangen von ganz am Anfang an. Hier ist ein ganz leeres Blatt und ich möchte hier jetzt einen kompletten Track bauen, der so ein bisschen sich selber steuert. Und da gibt es ja die Next Actions unter Bitwig. Und die funktionieren nämlich hier mit den Clips. Und dazu klicke ich hier den Arranger weg, sodass jetzt nur noch die Clips da sind. Und wenn ich hier zum Beispiel einen neuen Clip erstelle, dann geht es genau um diese Next Action hier. So, aber was brauche ich erstmal? Ich will ein komplettes Stück machen, das mache ich alles aus Synthesizern. Das kann man, glaube ich, mit jeder Bitwig-Version machen. Da ich jetzt zum Beispiel hier erstmal die E-Kick nehme, die klingt erstmal so, das ist ein bisschen viel Bass, deshalb nehmen wir das ein bisschen zurück, die Decay. Und dann fangen wir hier schon mal an. Und zwar nehmen wir hier das E. Dann drücke ich hier die 3, damit ich den Pencil kriege und mache ein 4 to the floor und unser Rhythmus ist fertig. So, die Geschwindigkeit lasse ich hier mal auf 110, die können wir ja nachher nochmal abändern. Und dann mache ich meine Drums immer in blau. Und wir brauchen jetzt noch was Schönes, nämlich ich dupliziere jetzt einfach mit Steuerung D die komplette Spur. Dann drücke ich D oder hier unten auf Device, schmeiß die E-Kick hier raus, nehme eine Clap rein, die E-Clap, und habe jetzt schon eine Clap. Die klappt aber ein bisschen zu viel, deshalb, ich habe immer noch den Pen, mache einen Rechtsklick, damit lösche ich das, und wenn ich das jetzt nochmal hier abspiele, so, einfacher Rhythmus, muss sein. So, und jetzt drücke ich nochmal Steuerung D oder ich kann hier auch, wo ist es? Duplicate habe ich hier gar nicht, aber ich muss doch hier Duplicate haben. Da ist es, Duplicate. So, ich benutze es nie über die Maus, aber ich wollte einfach mal gucken, wie das ist. So, und da will ich jetzt hier keine Clap haben, sondern ich möchte eine Hi-Hat haben. Und die Hi-Hat unter Bitwig heißt einfach nur E-Hat. Und die nehme ich hier und die packen wir jetzt hier mal mit dem Detail-Editor oder E gedrückt. Und dann gehe ich hier hin und halte die Steuerung-Taste gedrückt und schiebe das Mausrad rum, dann wird das hier alles größer. Macht das so, aber das gefällt mir nicht, weil das jetzt auf die immer auf die 1 mit der Kick fällt. Jetzt drücke ich die 1 und ändere den Mauscursor ab und schiebe das Ganze um eine halbe Note hier weiter. Wenn ich das jetzt hier abspiele und schon habe ich einen Rhythmus. Nichts Aufregendes, aber das reicht erstmal für den Anfang. So, und jetzt markiere ich hier alles, halte die Shift-Taste gedrückt und markiere oben und drücke Steuerung G oder ich kann hier auch Group klicken und habe dann alles in einer Gruppe. Steuerung R und das Ganze nenne ich jetzt erstmal Drums. So, das sind erstmal meine Drums, die sind fertig. So, ich möchte ein bisschen was Elektronisches machen. Jetzt drücke ich Steuerung T oder ich würde hier jetzt zum Beispiel einen Instrumententrack mit Steuerung T hinzufügen. Den schiebe ich mir nach oben. Ich habe mir das irgendwie so angewöhnt, dass bei mir oben immer die Instrumente kommen. Ganz oben sind die Vocals, dann kommen die Instrumente, dann kommen irgendwelche Effekte vielleicht, dann kommen die Drums und dann kommt der Bass. So ein bisschen nach, naja, nicht ganz nach Frequenzen geordnet, das stimmt jetzt nicht ganz. So, und bei mir sind die so Melodieinstrumente im Orange und ich will hier eine Orgel haben. So, die Orgel haben wir hier, dann stellen wir die hier um auf Full, warum nicht?
Ja, das ist gut. So, die Orgen und die Orgen, das klicken wir jetzt auch mal an, gehen hier auf den Editor, ziehen den hier so ein bisschen hoch. Und hier habe ich gerade rumgeklickt. Zoomen wir mal ein bisschen auf. Und ich will keine Sechzehntel, sondern ich will Zweiunddreißigstel. Und wenn ich in diesem Editor drin bin, brauche ich nur die Komma-Taste zu drücken und dann geht er schon hier auf die 32. Mit dem Punkt gehe ich wieder hoch und mit Komma mache ich das Raster wieder kleiner. Ich gehe jetzt auf 32. Ich glaube, das reicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich wähle jetzt C, Dis und E aus. Und das war schon, was ich hier an der Stelle gemacht habe. Und sage, dieser Takt ist, tada, machen wir den mal zwei Takte lang. Das heißt, ich habe am Anfang so einen Schlag. So, hört sich doch schon mal ganz gut an. Der soll jetzt aber noch so ein bisschen heftiger werden, deshalb nehme ich hier so einen Reverb rein. Mach den hier auf Hall, aber nur sehr klein. Mach hier die im Late Reverb den hier hoch und den Late Mix ein bisschen runter. Wenn ich das hier spiele. So, das Ganze muss hier noch ein bisschen lauter. Ich muss mal gucken, was ich hier für einen. Ja, den kann ich schon mit dem Pen einfach hier hochzeichnen, und zwar alle. Ja. Achso, ich zeige mir hier gar nicht alle an, deshalb nimmt er mir auch nicht alle. So, nehme ich den hier und schieb alles nach oben. Klingt schon mal ganz gut. So. Und nochmal abspielen. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Mix. So, was mir jetzt gleich aufgefallen ist in den Drums, bei den Hi-Hats, die Hi-Hats sind immer in der Mitte. Ich könnte jetzt schön rechts, links, bla bla, mit einem Modulator, aber ich mache das jetzt ganz einfach und lieber mit einem Rotary. So, dann machen wir so fast in alle Richtungen. Also hier unten sage ich, der soll nur in der Mitte bleiben, und hier sage ich, du kannst jetzt wechseln zwischen rechts und links. Rotary ist ja quasi das Device, womit man diese Hammond-Orgel-Lautsprecher-Kabinettboxen so ein bisschen simuliert. Das waren zwei Lautsprecher drinnen, die unten die Bassbox, die waren in so einer Trommel, die hat sich gedreht, und oben die Hochtöner, die haben sich auch gedreht. Und was hier jetzt einfach nur passiert ist, dass die Rate, muss ich noch ein bisschen runternehmen, wenn ich jetzt das Hi-Hat hier laufen lasse, dass sich das so ein bisschen im Kreis dreht. Und die Time-Mod ist einfach nur, wie lange er braucht, dass er anfängt zu laufen. Ich möchte aber, dass er die ganze Zeit läuft. Glaube, die Verteilung rechts, links ist ganz gut. So. Und die Orgen könnte jetzt noch mal vielleicht sogar einen Delay 1 vertragen. Und da gucken wir mal ganz wenig Mix rein. Ah, das ist gut. So mit dieser. Das ist schön. So, dann ist die Orgel jetzt erstmal in der Version fertig. Klappen wir einfach mal alles zu. Und was machen wir noch? Wir nehmen noch einen Polysynth. Beziehungsweise in dem Polysynth, da gibt es ein nettes Preset, ein String King. So klingt der. Und
den String King, den schieben wir hier nach oben und machen den auch gleich wieder hier. Und dieser String King macht nichts anderes, als dass der 16 Takte lang, das stelle ich jetzt hier ein, oder machen wir 14 oder 12, ne, machen wir 12 Takte, so. Der macht jetzt nichts anderes, als dass der eine hohe, vielleicht die hier spielt, nicht so wahnsinnig laut. Sollte vielleicht aber laut genug, damit ich noch höre, was ich hier einstelle. So, wo ist die Taste? Hier ist die Taste. Und dann packen wir das hier auf das C. Das wäre fast ein C geworden. Das ist ein C. Und ich habe ja hier jetzt 12 Takte. Ich könnte das jetzt hier lang ziehen. Ich kann aber auch was anderes machen. Ich wähle die aus und sage hier einfach Length, Steuerung und reinklicken. 12. So, jetzt ist die automatisch 12 Takte lang. Und jetzt schaue ich nochmal, weil die ja nach 12 Takten aufhört. Ich habe hier einen ganz langen Attack und einen den Release machen wir ein bisschen länger. Darf ruhig lange sein. Das ist noch alles viel zu laut. Es soll nur so ein bisschen im Hintergrund. So, und jetzt machen wir noch einen neuen Track, Add Instrument Track, Steuerung T. Da nehmen wir jetzt wieder einen Polysynth rein. Und als Shape nehmen wir eine Triangel. Und nehmen hier noch ein paar Unisöhne rein. Unisöhne. Und wie ich letztens bei Kai und Thomas lernen durfte, ist der das E, beziehungsweise in dem Fall habe ich einen S, also ES oder ein Dis. Das geht gerade vielleicht auch noch so, was ich als tiefen Ton benutzen kann. Und kann jetzt den hier noch mit dazu nehmen, auch nochmal tief machen. Und der klingt ein bisschen flach. Und dann muss ich hier noch den Sync einschalten. Dann kommt der ein bisschen besser. Das ist zu tief. Das ist besser, glaube ich. Der ist, glaube ich, ganz gut. Ein liegender Bass, wobei ich den jetzt nicht komplett durchliegen lasse. Ein Bass ist bei mir immer bisher braun. Und den mache ich auch mal auf eine Taktlänge. Das reicht erstmal. Und pack in diesen Takt vielleicht. Das ist meine Taste. Da ist meine Taste. Machen wir den hier groß. Auf die 3 geklickt für den Pen und mach den so lang. So, dann gehe ich mit D zurück auf das Device und der soll langsam reinkommen, so ein bisschen ausklingen. So. Auf den Master mache ich gleich noch einen Peak Limiter, falls hier irgendwas passiert, aber im Moment ist alles noch leise genug, weil jetzt auch gerade nur der Bass spielt. So, und was ich jetzt noch ganz gerne mache, weil ich habe hier ja eine Kickdrum drin und damit sich Kickdrum und Bass jetzt nicht gegenseitig beklauen, packe ich hier noch einen EQ rein. Das ist mein Bass. Sieht hübsch aus. Da mache ich dann gleich noch einen Low-Cut-Filter auf 35 Hertz und packe hier in den Modulator einen Audio-Sidechain.
Und in diesen Audio Sidechain packe ich die Kick als Pre rein, weil ich die als Triggersignal brauche. Stelle mir dann meine Range so ein, was ich hier abgreifen will, wonach mir mein EQ reagieren soll, und moduliere jetzt hier einfach die Frequenz. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kick schlägt, nehme ich das hier so. Was ich natürlich auch mit dem Bass machen kann, ich verschiebe den einfach. Erst denn damit? So dass er sowieso später anfängt. Das klingt doch schon mal ein bisschen besser. Und ich gehe auch sicher, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das genau brauche mit dem Sidechain. Doch, ich habe ja vier auf dem Flur. Also, so, jetzt habe ich den Bass, den benenne ich jetzt auch noch gleich Bass. Oh, richtig schön Bass. Bass muss sein. Bass ist gut. So, dann habe ich hier die Drums, hier den Bass. Ich habe die Orgel mit den Strings, wenn ich das alles jetzt mal ablaufen lasse. Könnte sogar bei der Orgel das Delay. Ja, lassen wir das einfach mal so. Kann man ja immer noch ändern. So. Und jetzt habe ich ja einfach nur ein paar Clips hier am Start und das macht noch keinen richtigen Song, außer ich lasse es lange genug laufen, aber mit der Abwechslung ist es dann halt so eine Sache. So, was ich jetzt einfach mache, ich halte das hier fest, hier oben die Szene, halte die Steuerung-Taste gedrückt, lasse das los und habe jetzt eine Kopie erstellt. So, und mit der Kopie mache ich jetzt Folgendes, und zwar ist dieser Clip von der Orgel, jetzt bringe ich eine Variation rein, dieser Clip von der Orgel, den könnte ich jetzt zum Beispiel 4 Takte lang machen. Dann ist der hier 4 Takte lang und könnte vielleicht diese Noten ein bisschen außer der Reihe hier hinten nochmal ranbringen. Dann gibt es so ein bisschen einen unerwarteten Schlag da rein. Den String King, da machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Da löschen wir die Note raus, beziehungsweise ich könnte den ganzen Clip löschen und einen neuen Clip anlegen mit ein. Der ist hier ja 12 lang. Ich gehe jetzt einfach mal so von einem Pattern von 16 Takten aus. Wenn ich den jetzt hier 4 mache, habe ich 12 und 4 macht 16. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, fangen wir jetzt mit den Next Action schon mal an. So, den String King, der spielt jetzt einmal durch und dann gehe ich hier unten auf die Next Action. Na, irgendwo, genau hier so. Next Action und sage einfach Play Next. Das heißt, nach 12 Mal oder nach ich muss hier schon 12 eingeben, nach 12 Takten, so rum. So funktioniert das Spiel. Nach 12 Takten, also nach dem kompletten Clip, springt zu dem nächsten. Der nächste ist leer. Das sind, was habe ich hier gesagt, 4 Takte. Genau, sage ich dann hier nach 4 Takten, spring zum Spiel den vorherigen ab, Play Previous. So. Und hier mache ich was Ähnliches. Der ist hier 2 Takte lang. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen 2, 4, 6. Genau, machen wir einfach mal nach 6 Takten. Gehe hier rüber. Der ist 4 Takte lang. 16 haben wir insgesamt. Nee, 6 ist eine ganz blöde Zahl. Das machen wir nicht. Aber 8.
So, dann haben wir hier 8 und hier machen wir dann, der ist 4 lang, den machen wir dann auch nur 4 insgesamt und springen zum vorherigen. So, das heißt, die fangen jetzt schon mal an. Ich lasse es einfach zwischendurch laufen. Vielleicht mache ich das Gesamte so ein bisschen leiser, damit man mich auch versteht und dass ich jetzt hier nicht schreien muss. Aber dann sieht man schon mal, was hier passiert. Das heißt, die spielen hier und wissen schon, okay, als nächstes muss der hier gespielt werden. So, jetzt habe ich noch die Kick. Und bei der Kick sage ich jetzt einfach mal, okay, dann mache ich jetzt so einen, nur noch die Hälfte. Und diese Kick spielt hier jetzt zum Beispiel viermal. Das ist ja ein Takt lang. Und dann soll die nächste spielen. Und der hier soll nur zweimal spielen und soll dann erst noch zu der vorherigen springen. Und bei der Clap mache ich das im Prinzip genauso, nur ein Schlag statt zwei. Hier mache ich jetzt aber, die Kick ist viermal, dann mache ich die auf achtmal, spiele den nächsten. Und hier mache ich auf viermal und spiele den vorherigen. Spiele ich das hier nochmal? Ich hätte jetzt auch mal einzeln anklicken können. So, und bei der Hi-Hat, die spielt hier, da machen wir jetzt mal was Krummes. Die spielt hier fünfmal. Dann soll sie den nächsten hier spielen. Und bei dem nächsten machen wir den hier weg. Aber dafür packen wir hier hinten, ich drücke jetzt wieder die 3 für den Pen, sondern einen kleinen Roll hin aus 16. Wobei, machen wir hier hinten gleich mal 32. hin. Ja. Bin nicht in der Lage, einen 32. zu malen. So. Bin ich wohl. So, der spielt nach 5 den nächsten. Und der spielt dann nach, sag mal, zweimal, sonst ist es ein bisschen zu viel, den vorherigen wieder. Dann starte ich den. So, jetzt weiß der, okay, als nächstes kommt der hier dran. So, der Bass, der ist ein Takt lang. Der soll jetzt ruhig mal, was machen wir? Was schlägt er vor? 14. Der soll 14 oder 10 mal. Ne, der soll 10 mal. 10 mal ist besser. So, dann haben wir einen leeren Clip mit dem Bass, mit einem. 10 und dann soll der 4. Die 4 ist hier und soll wieder zurück. Dann starte ich den mal. So, jetzt habe ich insgesamt, klick das mal hier weg, schon ein paar Clips, die so vor sich hin spielen. Den muss ich noch starten, damit er überhaupt aktiv wird hier. Habe ich da jetzt nichts? Ah, muss hier auch sagen, Play Next. So, jetzt habe ich hier so ein paar Clips definiert. Die sich jetzt abwechselnd spielen, als würde ich die in einem Arranger reinpacken. Jetzt kann ich noch hingehen, kann zum Beispiel sagen, okay, hier oben mit der Organ, da brauche ich mal eine kleine Abwechslung. Kopiere mir den ersten hier rein und sage einfach, okay, der wird hier jetzt einfach mal um einen. Ich krieg's nicht hochgezogen, die Maus. So, die geht einfach mal einen höher. So, die zwei springen jetzt aber die ganze Zeit nur hin und her. Das heißt, ich muss jetzt bei einem von denen muss ich jetzt was anderes einstellen. Und jetzt gehe ich am besten auf den allerersten und sage nicht Play Next hier, sondern sagt zum Beispiel Round Robin. Round Robin bedeutet nichts anderes als
Wenn der gerade gespielt hat, zu denen zurückspringt und per Zufall, also Round Robin ist so ein Zufallsgenerator quasi, und per Zufall sagt er, okay, jetzt oder spiel jetzt den nächsten nach den 12 und dann weiß er, der hat ja schon gespielt, also muss ich den hier spielen. So, den String King, den lassen wir einfach so, wie er ist da gerade mal. Die Kick, die können wir... Können wir auch nochmal eine Variation reinbauen, dass wir hier zum Beispiel nochmal einen reinbringen. Ein bisschen zu laut hier auch. So, und hier können wir im Prinzip das gleiche mal einstellen. Hier auch wieder einen Round Robin. So, und hier können wir zum Beispiel dann statt Play Next sagen wir hier Play Other. So, Play Other bedeutet nichts anderes. Spiel alles, was du zur Verfügung hast, außer ich selber. Das heißt, einer von den beiden. Der spielt jetzt hier 4. So. Ich mache immer ein Vielfaches von 2, oder die meiste Zeit ein Vielfaches von 2, also 2, 4, 8 und so weiter, weil man das als Hörer eigentlich am ehesten erwartet. So, bei der Clap machen wir jetzt einfach hier mal eine Leere rein. Was haben wir denn bei den hier noch zur Verfügung? Im Prinzip können wir jetzt zum Beispiel sagen Random. Dann nimmt er irgendeinen. Es kann sein, dass er dann den Leeren nimmt oder auch nicht. Ja, bei Random hat er das erste Mal jetzt den Leeren genommen hier. Und beim Bass könnte ich jetzt zum Beispiel auch nochmal rüber kopieren mit Steuerung und Maus. Und mache jetzt einfach einen hier weg. Die 1 gedrückt, ausgewählt und weg. Und wähle hier jetzt aus zum Beispiel auch wieder einen Round Robin. Starte den hier gleich mal neu. So. Jetzt habe ich hier alles Mögliche schon mal definiert. So, jetzt könnte ich so eine Szene nehmen und schiebe jetzt einfach hier mal so rüber mit Steuerung, lass die fallen, kopiere ich das Ganze und habe jetzt hier absichtlich einen freigelassen. So, wenn ich jetzt diese Szene hier nehme, oder doch nehmen wir das hier. Wenn ich diese Szene nehme, dann könnte ich jetzt diese Organ hier ein paar Mal reintonen. Einfach dreimal. Hier hinten. Wie hört sich das an? Okay, das könnte ich machen. Den String King, da habe ich einen leeren kopiert. Das will ich eigentlich nicht, deshalb Steuerung und fallen lassen zum Kopieren. Also der sagt Play Next. Da wäre ich jetzt mal gespannt, was er da spielen würde. Die sind jetzt hier Play Previous. Es gibt kein Play Previous, weil Bittig jetzt sagt, okay, du hast hier jetzt eine Szenenreihe hingelegt, die rechts und links quasi eine Leerspalte haben. Und das wird als Block bezeichnet. Das heißt, wenn ich die ganzen Clips hier nebeneinander habe, kann ich hier rechts links machen und kann hier zwischendrin rumspringen. Aber wenn ich eine Zeile leer lasse, dann ist das ein separater Block. Das heißt, ich habe hier einen kompletten Block. Und ich habe hier einen kompletten Block. So. Und wenn ich hier natürlich jetzt so Sachen drin habe wie Play Previous, dann weiß er gar nicht, wo er hinspringen soll. Weil es gibt gar kein Previous. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch hier auch nochmal. Ich nehme jetzt. War das der? Das ist der neue. Den nehme ich jetzt hier rein. Na? Und da sagt er Play Previous. Und dann sage ich einfach jetzt hier Play Next. Lass das mal so eingestellt, dann mache ich hier wieder Play Previous, aber nicht nach 8, hat er 8,
Der hat eine Länge von 2. Das muss ich hier drüben auch gleich nochmal ändern. Der soll einfach nur 4 spielen. Der hier soll auch nur 4 spielen. So. Dann den String King. Den können wir auch hier wieder leer lassen. Und die spielen auch wieder Next und Previous quasi. Dann machen wir wieder 4 rein. Und Previous. Oh, ich habe hier irgendwie ein Instrument hinzugefügt, das habe ich gar nicht gemerkt. Dann löschen wir das hier wieder raus. So, dann habe ich hier die E-Kick, da nehme ich jetzt mal die erste mit da rein. Die macht Round Robin, das ist okay. Die Play Random nehmen wir die hier. Und die Hi-Hat Play Next machen wir hier draus ein Play Previous. Und den Bass, da nehmen wir den normalen Bass, weil hier ist ja nichts. Und der macht Round Robin, das ist wunderbar. So, so jetzt habe ich hier 2 Blöcke und die sind im Prinzip getrennt voneinander. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe hier auf die Szene und habe jetzt hier auch diese Next Action. Die sind jetzt mixed. Und könnte jetzt einfach sagen, mit der Szene, dass ich jetzt sage, spiele in den ersten Block, spiele in den zweiten Block oder ich mache hier zum Beispiel, nehme mir hier jetzt einen oder die ganze, eigentlich die ganze Szene kann ich hier nehmen und sage, wenn du in dieser Szene vielleicht spielst, dann geh mir nach. Probieren wir es einfach mal aus, nach 16. Play first in current block, play first in previous block. Das heißt, er würde dann von hier nach hier rüber springen. So, mal gucken. Also, ich musste jetzt natürlich noch einen Clip definieren, zum Beispiel den hier, wo ich sage, play first in next block. Weil er jetzt nur hier rüber springt. Und jetzt springt er wieder hier rüber. Das ist ein bisschen lang hier. Ach so, weil ich alles insgesamt auf 16 eingestellt habe. Das ist natürlich nicht sehr, ja. Das heißt, wenn ich die Szene hier nehme, wird das halt für die komplette Spur genommen. Das ist nicht besonders hilfreich. Play first, ja genau, so jetzt habe ich das für alle geändert. Das könnte ich natürlich hier in so einer Subgruppe vielleicht machen. Da macht das vielleicht Sinn. Dass ich jetzt sage, ist eingestellt, aber nicht auf 16, sondern dass ich hier sage nach 4 oder so. Aber eigentlich will ich das ja hier Play Previous. Eigentlich will ich das ja hier. Ups. Play Round Robin. Was ist denn Round Robin? Dann machen wir hier Play Previous. Und dann machen wir hier einen leeren und beim Round Robin springt er ja irgendwann mal in den leeren rein. Oder ich sage hier nicht Previous, sondern Random. Und bei dem sage ich dann, spiel mir nach 2 in den Play First in
Oder random in previous block, dann springt er irgendwo hier rein. Und dasselbe mache ich jetzt mit den Claps. Nehme ich mir hier einfach den hier und sag auch play random in other block. Wäre auch noch eine Geschichte, wenn es andere weitere Blocks Blöcke gäbe. So, aber ich mache jetzt einfach random in previous. Hier nehme ich jetzt den als Vorlage, mache hier einen raus und hier hinten zwei raus, mache hier dann auch noch mal play random in previous block und dann nehme ich den hier, habe ich falsche Taste gedrückt, nehme ich den hier und mache dasselbe nochmal, play random in previous block. Kann eigentlich, na, das ist blöd, wenn ich das hier wegschiebe. So. Und habe ich das hier, play first in previous block, genau. Play first in previous block. Ich müsste jetzt hier das Ganze nochmal eins weiterschieben, damit ich hier auch diese weitere Blöcke definieren kann. Beziehungsweise hier habe ich schon einen in Next Block. Play Previous, die springen hin und her. Dann würde ich hier nämlich sagen, nimm einen Random. Ups, und hier sage ich nach einmal spiel einen Random in Next Block. Hier mache ich dann auch wieder so einen Sprungclip. Beziehungsweise kopiere mir zum Beispiel den hier rein und sag dann auch wieder play random, warte mal, random in Next Block. Der hier ist leer. Der hat ja nichts. Das ist die Clap, das ist auch völlig in Ordnung. Dann nehmen wir die eine Clap, die soll hier einmal spielen. Play first in next block zum Beispiel. Dann haben wir hier die Head. Aber ich packe ich die jetzt hier rein. Doch, ich packe die hier rein. Und play random in next block. Funktioniert das? Play previous, play next? Ne. Da machen wir wieder hier play random, damit der sich irgendeinen hier aussucht. Play next, play previous, round robin. Next hat er nicht. Dann machen wir hier einen next und da sagen wir, nach zwei Takten nichts tun, springst du bitte in den Random Next Block. So, wenn ich das Ganze jetzt hier starte, mache ich mal den Inspect dazu, dann spielt das Ding so richtig schön mit sich alleine hier. Jetzt kann ich zum Beispiel noch bei dem Hi-Hat, weil es so schön ist, mache ich noch einen Delay 1 dazu. Und da hinten spielt jetzt schon was. Jetzt kann man natürlich noch auf den Master einen Kompressor drauflegen, beziehungsweise erstmal auf die Drums einen Kompressor. D. Ah, hier habe ich irgendwas ausgestellt. Da hat was nicht funktioniert. Den Inspektor mit I an. Play first hier.
Play Previous, das ist ein Fehler, das darf nicht sein. Play First in Other Block. Play Previous gibt es hier nicht, also machen wir hier einen Play Next. Dann soll der das hier spielen. Und hier ist... machen wir Random. Und der ist ja wieder Play in First. So, an sich spielt jetzt hier alles. Die Head ist ein bisschen zu laut. Und das Delay. So, kann man hier noch ein bisschen aufziehen, so ein bisschen schummeln hier. Bei dem Clap könnte man jetzt auch noch mal einen Reverb hinlegen. Ein bisschen viel. Ah, hier oben habe ich wieder was ausgestellt. Play Next hat der. Der hat auch Play Next. Der hat Play First in Previous Block. Müsste eigentlich funktionieren. Und der hier hat Play First in Previous Block. Müsste eigentlich funktionieren. Oh, nach 16. Das ist ein bisschen viel. Auch nach 16. Nee, der muss nach 2. So, warum die jetzt angehalten sind, ist mir ein bisschen ein Rätsel. So, jetzt spielt aber wieder alles. Jetzt kann ich ja natürlich zum Beispiel hier hinten bei dem String King die, nehmen wir mal das andere, eine Automation reinbringen. Und zwar will ich hier jetzt noch einen, ich brauche ja keinen extra Filter, ich habe ja hier den hier Add Automation Lane und dann kann ich hier unten ja schön auf die Automation umschalten. Eigentlich dachte ich, wenn ich hier jetzt draufklicke, da ist ja genau die Frequenz. So, und das habe ich jetzt für den hier ausgesucht. Das heißt, ups, das heißt, hier setze ich mir einen Startpunkt, hier fängt er an. Und der ganze Clip ist ja dann doch ein bisschen länger. Wieso kriege ich den hier jetzt nicht reingezoomt? Das ist neu. Der Clip ist doch 12 lang. Dann will ich den hier auch angezeigt bekommen. Merkwürdig, merkwürdig. Aber dann machen wir das halt einfach mal so. Ich setze hier den Punkt, sodass ich Ein- und Ausgang... So, jetzt geht's. Komisch. Und vielleicht hier in der Mitte noch. Und mache jetzt einfach mal so ein Kurvenverlauf. Setze ich hier nochmal einen Punkt. So. Da geht er ein bisschen höher. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Vielleicht noch tiefer hier. Damit der so ein bisschen verschwindet. Das ist nicht besonders schön von der Rhythmik her, was ich hier mache. So, und dasselbe kann ich hier zum Beispiel auch bei der Organ machen. Die Organ hat keinen eigenen Filter hier, deshalb kann ich mir einen Filter hier hinlegen. Der normale Filter, so.
Und hier mache ich jetzt genau das gleiche. Add Automation Lane. Gehe rüber in den Automation Editor hier unten. Filter Resonance. Hab mir den hier ausgewählt. Suche mir jetzt die Linie. Wo ist meine Linie? Hier unten. Setz Anfang und Ende. Das ist nicht meine Linie. Ich habe hier Resonance hier ausgewählt. Das ist natürlich nicht richtig. Die soll es nicht sein, sondern der Filter soll es erstmal sein. Filter Frequency. Und hier ist er. Ups, so weit brauche ich nicht. Kann den zwar hier ein bisschen. Hier habe ich meine einzelnen Schläge drin. Und könnte jetzt einfach hier so einen Filterverlauf machen. Diesen hier vielleicht. Und nehme jetzt doch nochmal die. Ups. Nehme jetzt doch nochmal die Filterresonanz, die hier ja komplett zu ist. So. Und ziehe die hier auch mal so ein bisschen auf. Und mit der gedrückten Alt-Taste mache ich hier dann nochmal so einen Verlauf. So, und jetzt höre ich mir mal an, was ich gemacht habe. Könnte jetzt hier auch einfach mal den hier wegmachen, so dass der noch so ein bisschen mehr reinkommt. Oder sogar, Entschuldigung. Zum Beispiel. Und das kann ich im Prinzip dann auch für die ganzen anderen Spuren machen. Mach dann so einzelne kleine Variationen an den verschiedenen Clips und hab dann mein kleines Stückchen, das so alleine vor sich hinspielt. Ich finde den Teil ja richtig klasse. Doch ich muss den öfter machen. Ich muss den hier noch irgendwie einbringen. Bin ich. Was ist denn? Das ist einmal, da ist zweimal. Der müsste ja unbedingt öfter kommen. Vielleicht kopiere ich mir den einfach hier ran. Da muss ich nur gucken, was ich hier in den Next Actions drin habe. Play Next. Play Next ist okay. Wir können auch Round Robin machen. Play Previous, Round Robin. Okay, haben wir zwei Round Robin drin. Er dürfte jetzt aber nicht die ganze Zeit hin und her springen. So. Und so habe ich das Liedchen quasi schon fertig. Wie lange haben wir gebraucht? 50 Minuten mit allem Einrichten von Grund auf. Und ja, kann man sich so ein schönes Hintergrundliedchen machen. Vielleicht der String King ist ein bisschen zu heftig. Den könnte man so ein bisschen leiser machen. Auf den Master vielleicht auch nochmal einen Kompressor drauflegen. Beim Bass müsste man noch mal gucken, der hat ein bisschen viel Obertöne.
Dann kann man ruhig ein bisschen leiser machen. Und auch aus dem Stereofeld raus. Was spielt denn im Stereofeld drin? Je leiser hier. Beziehungsweise Frequenzen raus. Ich brauche Bass. Den vielleicht sogar noch ein bisschen. Oben ist wieder absolute Leere gerade, weil dieser Clip gar nicht weiß, wohin er springen soll. Das war doch eigentlich der Play First in Next Block oder so, ne? So. Und die Head könnte man natürlich auch nochmal so ein bisschen. Können wir ein bisschen Besen draus machen. Vielleicht ein bisschen viel. Das ist immer noch viel zu laut. Eigentlich sollte er nur so ein bisschen im Hintergrund sein. So, aber bevor ich hier jetzt gerade die Stunde knacke, wir haben noch ein paar Minuten, denke ich mal, das reicht so als Beispiel dafür, wie man diese Actions einsetzen kann. Und wenn man hier halt dann einfach noch weitere Blöcke definieren muss man dann halt immer diese Sprungclips mit dazu machen. Das kann ein leerer Clip sein, das kann aber auch ein Clip sein, wo was drin ist. Völlig wurscht. Und kann ja dann halt auch solche Sachen sagen, hier, wo hatte ich das? Round Robin. Play random other block. Das heißt, wenn ich hier jetzt noch einen Block hätte, würde der hier rüberspringen, müsste aber dann auch wieder sagen, okay, spiel mir in den vorherigen zurück oder spiel mir irgendeinen anderen wieder. So. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, diese Next Action oder Next Actions, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Thank you.